Germany. Das ist etwas im Best of Weird Germany. Damit Luisa Stark und Mathis Krausch. Ja! Komm nach vorne. Luisa, du kannst die Maske ausziehen. Okay. Ich habe alles desinfiziert. So, und ihr habt jetzt hier durch das Glückstrommel, habt ihr das Glück gehabt, ne? Luisa, Mathis. Also, du bist die Realisatorin, du hast das alles gemacht und geschnitten und so weiter. Und es geht um Weird Germany. Du bist Requisiteur. Ja. Und Ausstatter, oder wie nennt man das genau eigentlich? Ja, Requisiteur. Requisiteur, ist so richtig, genau. Also, du holst so Zeugs immer und besorgst es irgendwo her, ja, genau. Ne? Irgendwo ist hergezaubert. Dann wird und du klebst immer bis viel am Löten und am Machen, ne? Ich merke, du kennst meinen Job komplett. Ja, ja, er ist immer mit einer Lötkolben. Ja, du immer. Bist auch viel bei denen in der Werkstatt. Gute alte Lötkolben. Ich bin da viel bei euch und lass mir Sachen zeigen. Genau, Flex funktioniert, stehen wir oberkörperfrei und eingeölt da. Und arbeiten ist schön. Ja, klar, wir machen auch viel mit der Laubsäge und so weiter. Ne? Ja, das sind die schönen mathischen Dinge. So, jetzt aber Weird Germany. Luisa, was ist das eigentlich nochmal? Es ist quasi ein Beitrag über die seltsamen Eigenheiten oder Angewohnheiten über Menschen, die in Deutschland wohnen. Ja, das ist tatsächlich Menschen, die in Deutschland aufgewachsen sind, also in diesem Kulturkreis praktisch sozialisiert wurden, die haben bestimmte Angewohnheiten. Und wenn du nicht in diesem Kulturkreis sozialisiert wurdest und dann irgendwann hier bist und dir das da anguckst, dann findest du das merkwürdig. Das, also ein Beispiel ist zum Beispiel das Deutsche, wenn, bevor sie losgehen, machen sie so. 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 Und dann gehen die los, ne? Oder dass sie es zum Beispiel nicht ertragen können, wenn sie zu früh irgendwo hinkommen oder irgendwas anders läuft. Das haben wir illustriert und haben mal Leute darauf schauen lassen und haben einfach mal nachgespielt, was denen so aufgefallen ist. Wir gucken uns jetzt mal Weird Germany an und danach könnt ihr noch was gewinnen hier. Ja! Cool, oder? Ja! Los! Das ist Deutschland. Und das ist Deutschland. Und das auch. Ein Land voller seltsamer Angewohnheiten. Diese Eigenheiten fallen besonders Menschen auf, die in einem anderen Kulturkreis aufgewachsen sind. Mit diesen Menschen haben wir gesprochen. Aus ihren Erzählungen haben wir ein Drehbuch gemacht und deutsche Eigenheiten verfilmt. Ein Film, der helfen soll, uns besser zu verstehen. Ich heiße Cheryl Pearl Mabuya. Ich komme aus Zimbabwe. Ich bin der Niki und sie ist meine Frau. Ich bin Josh. Ich bin in New York aufgewachsen. Ich bin Ayman Hisnavi. Ich komme aus Syrien. Ich bin Ayham. Ich bin sein Bruder und ich bin Medizinstudent. Was würdet ihr denn sagen? Was sind die größten Unterschiede zu eurem Heimatland? Hier ist es alles organisiert. Man muss immer die Regeln folgen. Ich meine, das ist so ein Klischee, aber diese Straße überqueren, ne? Wenn der Licht rot ist, darf man nicht überqueren. Für mich war es schon ein bisschen strange am Anfang. Ich würde sagen, die Deutschen sind schon sehr verkopft. Also sehr alles im Kopf, alles muss richtig logisch nachvollziehbar sein. Alles ist nach Plan, muss immer genau passen. Ne? Ich glaube, die gehen nie direkt und sagen, ja, komm, kann man machen. Am Mittwoch geht, 16 Uhr, nein. Diese Verbindlichkeit, dass man sagt, ja, wir haben einen Termin, dann musst du kommen. Dann entweder du sagst es einen Tag vorher ab oder du hast hierher zu kommen, wenn du dich mit mir verabredet hast. Was ist denn, wenn man spontan jemanden zu einer Verabredung mitbringt? Oh, das geht gar nicht. Ohne zu fragen, geht's nicht. Man muss immer auf diese Prinzip und Grenze drauf achten. Man darf halt nicht überschreiten, sonst gibt's nur Chaos. Könnte man in Syrien spontan jemanden mitbringen? In Syrien ist es, glaube ich, ganz normal. Die Mutti wird halt alles machen. Obwohl sie gar nicht weiß, wer das ist und ob das überhaupt dein Kumpel ist. Genau, und so. Vielleicht hast du ihn vor der Tür getroffen. Ja, aber egal, sie macht ihm Essen. Bei uns ist es auch so, wenn du Essen vorbereitest für eine Party, musst du halt immer, wenn du 50 Leute einladen, musst du halt 150 Leute machen. So, und hier hast du jemanden mitgebracht? Ja, aber ich habe nur 6 Brötchen gekauft. Das könnte man ja zum Beispiel verfilmen. Deutsche finden es nicht gut, wenn man spontan jemanden mitbringt. Genau. Ist eine absolute No-Go. Eure Erfahrungen wollen wir ja verfilmen. Vielleicht könntet ihr dafür mal so einen Dialog nachstellen. Mhm. Okay. Alles klar. Hi. Hi, Sharon.
Alles gut, ich habe einen Freund mitgebracht. Okay. Hi. Hi, Cheryl. Alles gut, ich habe einen Freund mitgebracht. Okay. Ja. Hi, ich bin Sascha, also Niki, Sascha. Hi, ich bin Niki. Ja, Sascha, also Niki, Sascha. Okay, kommt rein. Ich komm gleich, okay? Wir sind gleich da. Cheryl, kommst du mal gut? Ja. Ich komm gleich, okay? Ja, wir sind gleich da. Cheryl, kommst du mal kurz? Ja. Wer ist denn da? Wer ist denn das? Das ist ein Kumpel von mir. Ich habe gedacht, ich bringe ihn mit, weil er gerade bei mir zu Hause war. Boah, aber weißt du, sowas geht gar nicht, ne? Wir sind in Deutschland, ne? Ja, aber das ist nur ein Person. Ja, aber sowas geht gar nicht. Also wir sind hier in Deutschland. Ja, aber das ist nur eine Person. Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber ich finde es halt besser, wenn du voll Bescheid sagst. Weil wir sind hier 30 Leute. Und jetzt schon 31. Jetzt sind wir 31. Also wir kommen nicht klar. Der Plan ist komplett anders. Mhm. Ist leider so, aber ist nicht schlimm. Ist nicht böse gemeint. Aber es geht nur um Prinzip. Alles gut. Okay, die haben sich jetzt verabredet. Was machen dann Deutsche so? Grillen ist sehr beliebt. Man hat immer einen Grill von einer sehr guten Marke, wo man die Temperatur richtig einstellen kann. Da redet man auch über Fleisch, was für Fleisch gegrillt wird, ob das Bio ist. So, irgendwie, wenn man dann Biofleisch kauft, und das ist Fleisch, das Bio. Das habe ich extra beim Bioladen gekauft. Bei einer Grillparty in der deutschen Wohnung. Es gibt irgendwas so aus Papier, das man fängt. So ganz doll, ne? Und dann jemand steht da so, hey, na, alles klar? Und wenn die sich dann unterhalten, was sagen die? Okay. Hi, na, Cheryl, komm. Also, wir grillen halt im Garten. Okay. Alles klar, komm, wir haben alle Sorte da. Wurst, wir haben genug Fleisch da, Brötchen. Heute Morgen vom Bäcker geholt. Die sind auch alle frisch. Wir haben alles, was du dir vorstellen kannst. Gibt bei uns heute Abend. Alles grillen wir heute Abend. Schön. Was trinken Deutsche hier? Sprudel. In Deutschland gibt es nur eine Wasser, ne? Immer mit Sprudelwasser. Wenn du keine Sprudelwasser möchtest, dann musst du extra sagen. So jemand aus Deutschland, der Sprudel richtig gut findet, was sagt der? Aha, okay. Was trinkst du, Niki? Wasser, nur Wasser. Ja? Ich hol dir welches. So, Wasser. Oh, geil. Sprudelwasser ist Leben. Oh, geil. Sprudelwasser ist Leben. Sprudelwasser ist Leben. Gibt es nichts Besseres? Besseres gibt es nicht. Das war ein schöner Tag, so, und dafür habt ihr euch jetzt mal was verdient. Also, wir gucken, ob der Tag vielleicht noch besser wird, denn wir spielen Mega-Preise-Preis. Also ihr spielt beide gegeneinander, ihr zählt gleich im Geiste mit, was ihr seht und gebt danach dann euren Tipp ab, wie viel das alles zusammen kostet. Jakob, stellt euch jetzt die Preise vor. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Ihr sitzt abends zu Hause und seid traurig, weil ihr nicht bei der Arbeit seid. Dann ist es Zeit für Raclette. Darum geht's hier. Schmelzt euren Käse mit diesem Heim-Raclette-Set. Die antihaftbeschichtete Grillplatte bietet Raclette-Spaß für bis zu 4 Personen. Die sichere Nutzung ist garantiert. Dank Ein- und Ausschalter kann das Gerät bei Gefahr einfach ausgeschaltet werden. Außerdem sind die einzelnen Pfännchen mit Komfortgriffen ausgestattet für optimalen Halt beim Raclettieren. Nach dem Essen macht ihr einen Spaziergang. Plötzlich seht ihr etwas Interessantes in der Entfernung. Doch ihr könnt es nicht erkennen. Kein Problem. Mehr mit eurem neuen Fernglas. Dieses Fernglas ist für Erwachsene und bietet moderne Vergrößerung von entfernten Gegenständen. Es ist einfach zu bedienen und ideal für Konzerte, Oper oder die Betrachtung fremder Personen. Wieder zu Hause angekommen, ist es sehr still.
Ihr fangt wieder an, die Arbeit zu vermissen. Ihr braucht Ablenkung. Wie wäre es mit den neuesten Tunes eurer Lieblingsband? Alles praktisch gespeichert auf diesem MP3-Player. Dieser MP3-Player. Ja, es ist eben ein MP3-Player. Ihr könnt einen MP3-Player gewinnen. Ja. So ist es. Klasse. So, dann habt ihr hier zwei Stifte und zwei Karten. Und dann. Und ich frage nochmal für mein Verständnis. Also, Sie müssen jetzt einfach alle Preise addieren und vermuten, was die Gesamtsumme aller Preise ist. Ja, genau. Ah ja, das ist spannend. Gute Nachfrage. Bin gespannt. Genau so wird's gemacht. 400. So, was kriegen wir denn? 100. 200, tatsächlich. Tiger. 100. 1000. Wer am nächsten dran ist, gewinnt alle drei. Ich freue mich auf den Moment gleich, wenn Sie erst aufdecken müssen. Ja, ihr müsst erst aufdecken. Ihr müsst erst aufdecken. Ach so. Natürlich. Also zeigt doch mal, was habt ihr? Auf. Bitte Luisa und Mathis, jetzt einmal umdrehen. 100 und 100 Euro. 119,99 €. Das heißt, alles, was nah dran ist an dem Preis, da ist gut. Und jetzt wollen wir... Mann, mach auf jetzt. Also wirklich klar. Ja, ich kann vor Spannung das gar nicht mehr. Wenn es unter 100 Euro ist, dann hat Mathis gewonnen. Wenn es drüber ist, gewinnt Luisa. Wir schauen nach. Es gewinnt. Luisa! Luisa, ja! Du gewinnst alles! Mathis, du gar nicht! Das ist deins! So. Okay, herzlichen Glückwunsch. Mathis, ja, tut mir leid, aber du warst dabei. Das kriegst du auch noch mit. Bitteschön. Mathis, hilft das. So, das war Late Night Berlin für diese Woche.